Hallo Leute und herzlich willkommen zur ersten Runde gegen einen Zuschauer. Ja, heute ist Tank Chief der Typi dran und es werden immer drei Runden gespielt. Ich werde diese drei Runden entweder einzeln hochladen oder wenn sie kurz sind, hintereinander. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu noch sagen wollte. Und ich werde halt die Parts splitten, also ich werde das jetzt am Stück aufnehmen und dann splitten. Deswegen nicht wundern, dass es keine Verabschiedung geben wird. Okay, er hat den Druiden gewählt. Ich habe mein Jägerdeck ein bisschen überarbeitet. Das bedeutet so viel wie, es ist noch schlechter. Nee. Das bedeutet so viel wie, ich habe... Was habe ich denn gemacht? Ich glaube, ich bin mehr auf Wildtiere gegangen und ich habe diese zwei Webspinner reingetan, weil mit denen kann ich eigentlich gut was rausholen, weil die können mir mit ganz, ganz viel Glück eine sehr, sehr gute Karte geben. Darauf hoffe ich. Aber erstmal begrüßen. Ich bin echt gespannt, wie die Runde denn so wird. Also zuerst mal unseren kleinen geisterhaften Krabbler, weil der ist als erste Karte eigentlich recht vorteilhaft, da wenn der Gegner es schon schafft, ihn zu töten in einer frühen Runde, dann habe ich immer noch bei dem zwei weitere Diener. Ich könnte... Ja, okay, der tötet ihn mit seiner Heldenfähigkeit. Das wäre unvorteilhaft. Das wäre sehr unvorteilhaft. So. Und ich greife ihn direkt an. Weil den hier töte ich mit meinen Steinhauer-Ebern. Aber ich hoffe, dass ich in der nächsten Runde die Hyäne ziehe. Falls nicht, spiele ich Eisenpelz-Grizzly und danach spiele ich die Steinhauer-Eber und dann Waldwolf. Okay, Zauberschaden. Interesting, interesting. Das ist jetzt gut. Ah ne, das ist ja nur ein Angriff. Scheiße. Ich muss den einen Waldwolf opfern, damit ich ja, ich würde sagen, damit ich die hier töte. So. Ich hoffe, der Platz reicht. Okay, der Platz hat noch gereicht. Fertig. So, jetzt wird er wahrscheinlich mit seiner Heldenfähigkeit meinen Waldwolf töten. Oh, das war gut. Das war gut gespielt von ihm gerade. Ich danke euch. Ich glaube, wir gehen dann in der nächsten Runde mit dem hier noch rein, damit der einen Angriff mehr hat. Ich wollte den jetzt nicht spielen, weil falls er nochmal diesen Swipe oder wie heißt er auf Deutsch, Sprankenhieb hat, wäre es blöd. Darauf hat er wahrscheinlich gewartet. Oder sowas halt. Da hätte uns der hier nichts mehr gebracht. Weil der hätte mit der Heldenfähigkeit den hier getötet. Ich bräuchte noch ein Wildtier. Naja, ist kein Zufall, wenn man bedenkt, dass... Also, es ist nicht wunderlich, wenn man bedenkt, dass mein ganzes Deck aus Wildtieren besteht. Es ist ein reines Wildtier-Deck, wenn ich mich... Ah, stimmt, das ist nicht Wildtier. Das ist kein Wildtier, schade. Aber es hat mit Wildtieren zu tun. Zumindest etwas. Aber ich darf mir die Schande nicht erlauben, gegen ihn zu verlieren. Also, der hält mich ganz schön hin, möchte ich sagen. Die bringen mir nichts ohne Wildtiere. Hätte ich insgesamt 9 Mana, hätte ich die jetzt gespielt, weil dann hätte ich einen sehr starken Waldwolf. Es sieht nicht gut für uns aus. Gar nicht gut. Das könnte ich jetzt in der Combo spielen.
Na, da fehlt mir noch ein Mana, oder? Ja, da fehlt mir noch ein Mana-Punkt. So hätte ich einen 3. Der würde direkt durch seinen Spotter hier sterben. Aus. Ich brauche 9 Mana. Eine andere Lösung sehe ich gerade nicht. Weil sonst verschwende ich das einfach. Und das wird mir noch zum Verhängnis. Das könnte uns helfen. Wenn ich dann in der nächsten Runde den hier spiele. Ja, das könnte uns schon helfen. Der ist kein Wildtier, das ist das Problem. Ah. Ich muss jetzt noch hoffen, diese eine Runde zu überleben. Und in der nächsten Runde kann ich mich wieder retten. Der Nero war ja ein Wildtier, oder? Ich glaube, der war kein Wildtier. Gut Scheiße. gespielt. Ja, der macht mich jetzt fertig. Ja. Okay, die erste Runde verlief nicht so gut für mich. Ich danke War euch. aber auch ein. Also, sagen wir es so: ein Schadenspunkt weniger auf seiner Seite und ich hätte wahrscheinlich gewonnen. Ja, die Runde überlebt, nicht gewonnen. Es war halt kacke, dass uns Mana fehlte und wir kein anderes Wildtier hatten, außer dem Waldwolf und. Der hätte uns nichts gebracht, der hätte ihn mit dem Spotter weggekriegt und bleh, fertig. Ja.